Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr euch unter Linux einen eigenen TeamSpeak 3 Server erstellen könnt. Was ihr dafür benötigt, ist ganz klar ein Linux Server. Das erste, was ich euch empfehlen würde, ist einen neuen Benutzer anzulegen. Das Ganze funktioniert über den Befehl @user und dann den Namen des Benutzers, in diesem Falle nennen wir ihn TeamSpeak. Das Ganze hat einfach den Hintergrund, dass es sicherer ist, einen neuen Benutzer anzulegen, als direkt den Root-Benutzer zu verwenden. Nun müssen wir dem ganzen Benutzer noch ein Passwort setzen. Ich würde euch empfehlen, wirklich ein sicheres Passwort zu setzen. Und nach der Eingabe des Passworts müsst ihr noch weitere Informationen eingeben, wie Name und Raumnummer und so weiter. Eigentlich total unnötigen Kram. Könnt ihr einfach mit Enter einfach durchskippen und dann nochmal mit Y, also Yes, bestätigen. Sobald ihr das gemacht habt, erstellen wir unter dem Verzeichnis /home mit dem Befehl mkdir einen neuen Ordner namens TeamSpeak 3. Haben wir dies gemacht, geben wir den gerade erstellten Benutzer die Berechtigung, auf dieses Verzeichnis zuzugreifen. Das machen wir einfach mit dem Befehl chown, dann den Namen des Benutzers, also TeamSpeak, und dann dem Verzeichnis. Haben wir dies gemacht, loggen wir uns bei dem Befehl su TeamSpeak mit dem Benutzer ein. Nun betreten wir das Verzeichnis, was wir gerade erstellt haben, mit dem Befehl cd/home/teamspeak3. Wenn ihr euch fragt, wie ich diese Autovervollständigung benutze, einfach Tab drücken und dann sollte das eigentlich schon angezeigt werden. Nun benötigen wir natürlich den TeamSpeak-Server. Dafür gibt es zwei verschiedene Versionen, einmal für die 32-Bit-Version und einmal für die 64-Bit-Version. In meinem Fall benutze ich einen 64-Bit-Server und werde deswegen auch diese Version benutzen. Das Ganze könnt ihr jetzt mit dem Befehl wget und dann dem Link zur Datei runterladen. Die beiden Links zu den neuesten Versionen findet ihr in der Videobeschreibung. Aber ich werde auch nochmal die Seite von TeamSpeak direkt verlinken, falls es neuere Versionen gibt, dass ihr die euch direkt von dort runterladen könnt. Bestätigen wir das Ganze mit Enter und wie ihr seht, handelt es sich hier um ein Archiv namens tar.bz2. Das Ganze müssen wir nun noch entpacken. Das Ganze funktioniert mit dem Befehl tar xfj und dann dem Namen des Archivs, also TeamSpeak, und dann könnt ihr auch wieder direkt Tab drücken und es sollte direkt angezeigt werden. So, nun sollte das Ganze entpackt sein und wir betreten direkt das neu erstellte Verzeichnis. Hier können wir uns über den Befehl ls einmal alle Dateien anzeigen lassen. Und wenn ihr direkt über eine TeamSpeak 3 Lizenz verfügt, könnt ihr hier diese direkt einfügen, falls ihr über eine Hoster Lizenz oder über eine Non-Profit Lizenz verfügt oder über weitere Lizenzen. Habt ihr das getan, könnt ihr über den Befehl /ts3, dann wieder Tab drücken, unterstrich minimal -runscript.sh euren Server starten. Wichtig ist dabei, dass ihr euch den Query-Admin-Login aufschreibt und das Admin-Token. Der Query dient dazu, dass ihr den Server später verwalten könnt und auch weitere Serverinstanzen erstellen könnt, also virtuelle Serverinstanzen. Wir beenden den Server einmal durch Drücken von Steuerung C. So, weil ich euch jetzt noch zeigen möchte, wie ihr euren TeamSpeak-Server startet, stoppt und neu startet. Um den Server zu starten, gebt ihr ein /ts3-server-start, dann einfach wieder Tab drücken, startscript.sh. Dahinter gebt ihr ein start, um den Server zu stoppen, stopp, um den Server zu stoppen und restart, um den Server neu zu starten. Ich werde die einzelnen Befehle nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Wir wollen den Server jetzt aber starten, um zu testen, ob wirklich alles funktionierte. So, der TeamSpeak-Server sollte nun gestartet sein und wir können jetzt über unseren TeamSpeak-Client auf diesen Server verbinden. Ich habe die IP hier schon mal vorher eingetragen. Connected. Und wie ihr seht, sind wir auf dem TeamSpeak-Server gerade connected. Wir können jetzt natürlich noch das Admin-Token, was wir gerade erstellt haben, hier eingeben. Das könnt ihr euch einfach dann aus der Textdatei, die ihr dann am besten erstellt habt, wo ihr das reingezogen habt, einfach rauskopieren. Und wie ihr seht, habe ich den Berechtigungsschlüssel erfolgreich benutzt und bin auch nun Administrator. So, wir wollen den Server jetzt aber wieder stoppen und geben dafür ein den Befehl von gerade und dann einfach nur statt Start, Stopp.
Wie ihr seht, ist der TeamSpeak-Server nun gestoppt. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann könnt ihr diese einfach unter dem Video stellen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf anzuantworten. Wenn ihr euch fragt, wie ihr unter Windows einen TeamSpeak 3 Server erstellt, da hat der Josef bereits ein Video zugemacht. Das Ganze werde ich ebenfalls in der Videobeschreibung verlinken. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Viel Spaß dahin mit euren neuen erstellten TeamSpeak 3 Server.